Aber eigentlich alles gut vorbereitet. Alle haben auch ihre Helme aufgesetzt. Das finde ich auch sehr vorbildlich. Ja, bleibt mir nur Kaffee zu trinken, würde ich sagen. Ich kann hier nicht mehr viel tun, ne? Das stimmt, da hilft auch der Headtracker nicht. Ich habe mich natürlich gestern hervorragend darauf konditioniert, dass mein Kopf sich mitdreht bei 6 Stunden LKW-Fahren. So. Ich mache mal ein bisschen Time Warp, zumindest bis der heiße Part kommt. Und dann kommt der heiße Part auch schon. Gut, dann kann ich damit auch wieder aufhören. Wir kommen heiß und knackig rein. So, mal schauen. Naja, also bis zu der Landzunge da drüben schaffen wir es nicht mehr. Das ist jetzt schon mal gesetzt. Gucken wir mal, was Surface Speed sagt. Da ist auf jeden Fall der Rest unserer Rakete, der auch gerade den Wiedereintritt macht. Eine seltsame Kameraperspektive in der Map. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie am Planeten oder so, aber irgendwie seitlich rausgescrollt gewesen. So. Ich finde das schön, wie immer so diese zwei kleinen Kometen eintreten. Also 30 Kilometer Höhe, 1800 Meter. Heat Shield sieht mehr als gut aus. Ich habe schon wieder ungefähr eine Tonne mehr Ablator mitgenommen, als ich eigentlich bräuchte. Gut, aber mit der Kapsel sollte das alles ganz easy peasy funktionieren. Zwei Fallschirme sollten auch mehr als ausreichen, um uns genug zu bremsen, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Also ich erwarte jetzt hier keine spontanen Todesfälle. Und aus dem Schlimmsten sind wir auch gleich draußen. Wir kommen gleich unter die 1000 Meter pro Sekunde. Ist Deadly Reentry da? Nee, ich glaube, hier ist Deadly Reentry nicht mit dabei. Das ist nur Reentry-Partikeleffekt. Glaube ich. Wobei ich finde, in der neuen Version mit etwas dicker Atmosphäre ist der Re-Entry, wenn man es verbockt und sich aus dem Hitzeschild rausdreht, mittlerweile ehrlich gesagt stockseitig relativ tödlich. Also das meiste geht schon mal ziemlich in die Hose, wenn man das so macht. So, bei 4000 Meter sollten unsere Schirme kommen. Hoffe ich. Für uns alle. Und wir fallen tatsächlich mitten in die Pampe rein. Das ist schön. Da müssen sie nur noch schnell mit dem Motorboot hier vom KSC rüberfahren. Können uns abholen. So, da kommen der Pre-Deploy. Das sieht gut aus. Und auf 2000 Meter kommt dann gleich der Full-Deploy, der uns hoffentlich schön sauber abbremst. Das sieht gut aus. Etwas höhere Gehbelastung, aber auf 1300 Meter ist dann alles gut. So, jetzt, ich habe mal einen Zeitraffer angeworfen, also 8,9 Meter pro Sekunde ist ein bisschen fix, aber. Also, ich spiele hier auch noch 1.3.0, weil 1.3.1 teilweise mit manchen Mods immer noch Probleme hat. Vielleicht ist das auch mittlerweile gefixt, aber. Wir können das Licht mal ausmachen, Freunde. Licht aus, danke. Gut, damit sollten wir die erste Mission, nämlich den Medical Emergency, eigentlich gleich erledigt haben. Lass uns mal gucken. Zack, 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 zack. Recover Janne Kai Körmann. Das sieht gut aus. Wir recovern mal. Wie konnte man die Körbelliste einsehen? Ich glaube, jetzt habe ich es immer noch nicht verlinkt. Die Körbelliste. Die Körbelliste. Ich glaube, die Körbelliste kann man gar nicht einsehen. Du kannst dich anmelden, das meinst du, oder? So, ich hoffe, das hat die Mission erledigt. Wir können jetzt gleich mal gucken, wer alles am Start ist und wo er sich rumtreibt, um die Fragen zu beantworten. So.
Looky, looky, our medics tell us that Janne Kai Kerman is going to be okay. Weltraumherpes ist also heilbar. So. Gucken wir doch mal, wo wir stehen, bevor wir eine neue Mission machen. Also, wir haben im, also interessant, das alles bis hier. Und da ist auch der Ladengru, ich habe ihn gerade gefunden. Der Pit, der Patrick, der Lucky, der Ladengru, Mercury, Yannekai jetzt wieder und Dustin, Karl und Proxy Kerman. Und dann ungefähr 1 Milliarde Touristen, die ich nicht gelöscht bekomme. Von einer fehlgeschlagenen Spacecamp-Mission, wo ich ein paar Leute umgebracht habe, sind Dings. Gestorben ist leider Fischkopf-Kerman. Der hatte ein klitzekleines Problem mit seinem Fallschirm. Genau, und auf Mission sind momentan 24. Da bin ich sehr stolz drauf, dass mittlerweile doppelt so viele Kerbals auf Missionen draußen sind, wie sie im Space Center hocken. Das ist ja auch das Ziel. Der Medic, der Svensson, der Wildhawk, der Thomas, Diana, Hastur, gut, Jebediah kennen wir ja, Sambir, Valentina, Neo, Marius, Niklas, Skunk, Simandi, der Invi, Igruschka, Theo, Tobs, Luis, Kami, Luca, Magnus, Marvel, Marvin, Kevin, Windsailor, Urli und Dodo. Ach nee, Urli und Dodo. Ach, das sind die zusätzlichen Touris. Ja, genau. Die werden dann auch wieder weg sein. Okay, das sind nur Touristen. Alles klar. Die sind aber unterwegs. Habe ich vor, Duna zu kolonisieren? Um Himmels Willen, ich habe vor, alles verdammt nochmal zu kolonisieren. Aber zu Duna sind wir gerade erst mit einer Aufklärungsmission unterwegs. Die dort übrigens in circa 100 Tagen? 97 Tagen ankommt. Genau. So. Was habt ihr da für einen Link? Das ist doch das Formular, nehme ich an, oder? Genau, hier. Also einfach im Formular anmelden und dann dauert das halt einfach ein bisschen. Ich hatte das schon mal erwähnt, also es sind über 300 Kerbals, ich glaube fast 400 mittlerweile eingetragen. Ich nehme immer wieder Kerbals rein und im Zuge der Kolonisierung werden ja auch sehr viele Kerbals irgendwo wohnen. Aber wundert euch nicht, dass das ein bisschen dauern kann einfach, ne? Weil ist halt eine echt lange Liste. Und wir kommen auch nicht so besonders schnell vorwärts, weil ich halt immer an irgendwas rumbastel. So, apropos immer an etwas rumbastel, jetzt würde ich mal sagen, um weiter Kohle zu verdienen und auch vorwärts zu kommen, gucken wir einmal, ob es noch irgendwas Spannendes zu tun gibt, was wir jetzt gerade erledigen könnten. Crew Expansion for Minmus Base Alpha. Bla bla. Return the surface sample from Minmus Flats to Minmus Space Station. Das fände ich eigentlich ganz spannend. Aber gerade ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Lasst uns doch einfach. Lasst uns einfach erstmal Dinge erledigen. Wir haben genug Kohle. Wir kriegen nochmal von den Touris 500.000. Was würde passieren, wenn man die 97 Tage einfach vorspulen würde? Dann würden wahrscheinlich ein paar Leute verhungern, vermute ich mal. Und ich würde vor allen Dingen auch diese Mission nicht verpassen und das Labor würde voll laufen. Wir müssen mal gucken, immer, dass wir die Leute nicht verhungern lassen. Das wäre dann nämlich nicht so schön. Wir haben ja so ein bisschen Personal draußen. Die haben auch alle Bedürfnisse. Das sind ja alles auch, ne, das sind ja alles auch Kerbals, so wie wir. Gut, jetzt bringen wir aber erstmal die Touris nach Hause. Die sind nämlich gerade auf dem Anflug. Landest du wieder am Ende der Liste, wenn ich was ändere? Nein, die Liste ist nicht nach Datum sortiert. Datum nehme ich tatsächlich nur dann ran, wenn zwei Leute... Also ihr dürft ja aussuchen, wohin ihr wollt und was ihr machen wollt. Also wenn ich dann zum Beispiel für eine Duna-Mission einen Piloten suche, dann gucke ich mir das natürlich an. Und wenn da drei Leute als Pilot eingetragen sind, dann nehme ich natürlich denjenigen, der sich als erstes dafür eingetragen hat. Da ich aber zum Beispiel nach sowas wie Duna mit 2 bis 3 Piloten fliegen werde und sowas wie Minmus öfter eine Crew-Rotation kriegt, ist das gar nicht so schlimm. So, das ist hier unser Touristenschiff übrigens. Das hier, der Teil, das könnte man sich echt auch nochmal überlegen, aber irgendwie habe ich keinen Ingenieur mit dabei. Das hier, der Teil, den werden wir gleich im Orbit noch parken und dann werden wir wieder eintreten. Das hier sind meine neuen super fancy, coolen
Solarpaneele. Und das habe ich als Habitation-Modul mit Essen. Das können wir für weitere Touristenschiffe damit nutzen, weil dann müssen wir nur noch mit diesem Teil starten, docken das im Orbit an und nehmen es mit, damit die Touris darin leben und arbeiten können. Naja, also vor allen Dingen leben, sonst wird denen immer so ein bisschen fade. So, und wir haben noch ein bisschen Zeit mit dem Schiff. Genau genommen 31 Tage Supplies, das wird also kein Stress. Habitation haben wir noch 100. 51, also auch das alles völligst im grünen Bereich. So. Dann hoffe ich mal, dass alle Drehs vergessen haben. Sehr schön. Spätestens jetzt habe ich dir das versaut, aber ja, es gibt manche Sachen, da stehen wirklich sehr viele drin. Also gerade auch in der Ist mir egal Kategorie stehen echt viele und aus der fische ich halt immer, wenn ich niemanden passenden finde, weil halt zum Beispiel niemand gesagt hat, er will Bergarbeiter auf Drehs werden oder sowas. Dann fische ich aus der Kategorie. Aber ja, ansonsten ist es sehr unterschiedlich. Je weniger prestigeträchtig der Beruf ist, umso weniger Leute wollen ihn natürlich ausüben. Das ist jetzt auch nicht völlig ungewöhnlich, dass es so ist. So, und wir gucken jetzt mal, dass wir hier unser Manöverchen an Start bekommen. Und dann sind wir nämlich auch schon auf 92 Tage an die Mission Tuduna ran. Ich glaube, da würde ich tatsächlich dann mal alles vorbereiten für einen größeren Zeitsprung, wenn jetzt keine total abgefahrene Mission kommt. Weil wir haben jetzt erstmal gut Geld. Genau, Loading Crew ist im Astronaut Center. Schwupp, so. Sind wir uns sicher, dass das Orbital Retro ist? Von wo zählen wir? Warte mal, Control from here. Ah ja, okay. Ich wollte schon sagen, von wo hat der denn gesteuert? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht so genau. So, GT Dandy, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommonauten und viel Spaß beim Zugucken. So, und ich hau hier mal die Bremse rein, würde ich sagen. Denn wir haben noch einiges an Orbit abzubremsen. Und ich muss in den niedrigen Orbit runter, denn es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich auf diesem Orbit jetzt hier diese, wie heißt das Ding denn eigentlich, den Hitchhiker-Container abwerfe, mit der kleinen Kuppel oben drauf. Also mein Habitation-Modul im Prinzip. Denn ich will das ja so zurücklassen, dass sich das auch jemand abholen kann, ohne riesigen Energieaufwand da reinzustecken. Und dafür muss ich natürlich ein bisschen runterbremsen. Und das machen wir jetzt gerade einmal, bevor wir dann die Landung machen, weil wir haben noch echt gut Delta V auf dem Konto mit der Kiste. Das passt also ganz gut. Genau, Joel ist hoffentlich auch nicht in der Liste drin. Falls doch, ignoriert Joel bitte als Option. ich will niemanden umbringen. Weil Joel ist einfach quasi der Direktflug in den Tod. Da müssen wir alle ehrlich zueinander sein. Ist da noch drin? Ne, ist nicht von innen zugreifbar. Na gut. Na gut. Ne, der Container hier dringt nicht in die Atmosphäre ein. Das ist alles gut. Den werden wir schön aufbauen. Vom Aufbau ist es tatsächlich ähnlich wie eine Soyuz. Es hat nämlich das Orbitalmodul, den Rückkehrpod und dann quasi das Servicemodul. Also tatsächlich aus diesen drei Segmenten, auch wenn die bei mir jetzt sehr anders aussehen, besteht auch eine Soyuz. Wobei Soyuz jetzt das Orbitalmodul nicht im Orbit zurücklässt, aber das ist so der Aufenthaltsraum, sage ich jetzt mal. Welche Rolle Lila ist? Ich meine, Lila sind. Ne, Wissenschaftler sind es nicht. Was ist denn Jannekai? Jannekai war doch Lila, oder? Boah, du fragst Fragen. Du fragst Fragen, Pü. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es nachher nachgucken, wenn wir wieder im Space Center sind. Jannekai war Lila, da müssen wir doch nur noch rausfinden, was Jannekai ist. Jannekai war. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir nachgucken.
Gedulde dich noch etwas. Gedulde dich noch etwas. So. Yadikai ist wieder gesund. Genau. Richtig. Aber ihr Raumanzug ist natürlich immer noch lila. Ich hoffe, Yadikai ist nicht mehr lila. Das wäre nicht so gut für sie. Mein Staging sieht komisch aus. Ja, mein Staging ist auch, wird auch nicht mehr gestaged. Ich mache das hier nur noch per Hand jetzt, die restlichen Sachen. Das kommt, weil ich auch an die Basis angedockt worden, so sowas. Verschiebt das Staging mal ganz ungünstig. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal aus und werde noch eine Runde mit den Touris drehen. Ja. Hat das irgendwelche Probleme? Nö, ne? Wir haben von allem noch genug gehabt. Okay, spricht nichts dagegen. Ich würde jetzt halt nochmal das, so gut, ne? Zack. Das ganze Ding hier einmal drehen lassen. Einfach aus dem Grund, dass das Manöver jetzt mit der hohen Abweichung von der Periapsis sehr ineffizient wird und ich mich zu Tode brenne und das immer mehr verschiebe. Das möchte ich nicht, sondern wir gehen jetzt schön auf ein Minütchen an die Peri ran. Das sehe ich hier oben übrigens, falls sich jemand fragt, wo ich die Zeiten hernehme. Und falls sich jemand fragt, wo die Zeiten herkommen, das Mod nennt sich Kerbal Engineer Redux. Gibt es auf meinem YouTube-Channel auch ein bisschen Tutorials für, falls sich das jemand mal angucken möchte. So, jetzt bremsen wir noch weiter. Wie gesagt, mein Ziel ist es hier so ungefähr, ich werde jetzt nicht drauf rumreiten, wenn es ein paar Meter abweicht, aber so ein 100-Kilometer-Orbit hinzubekommen. Das ist ein schöner Park-Orbit für den Container. Also für diesen Hitchhiker-Container. Weil ich im Moment halt einfach noch den großen Luxus habe, relativ viel Sprit. Also relativ viel. Ich habe jetzt noch 900 Data. Ich hoffe, das reicht noch, um mich reinzuziehen weit genug. Können wir gucken, was haben wir noch an Monoprop? Das könnte man auch noch missbrauchen dafür. So, müssen ein bisschen noch aufpassen, dass wir nicht die komplette Delta-V rausheizen. Wir müssen ja irgendwann auch noch landen. Aber wie gesagt, wir haben auch noch Monoprop und zwar relativ viel sogar noch. Je tiefer wir das Ding hier abladen können, umso weniger. Lila ist Wissenschaftler tatsächlich doch. Was ist denn dann blau gewesen? Ich dachte, Wissenschaftler waren hellblau. Okay, ich glaube, viel tiefer als 400 werden wir es nicht gepresst bekommen. Den Rest hebe ich mir mal auf. Hilft ja jetzt alles nichts. So. Okay, also ist es halt auf 400 Apoapsis. Das ist jetzt so. Müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Sprit einplanen. So, ist hier irgendjemand drin? Nein. Sehr schön. Das heißt, ihr seid alle hier drin, richtig? Gut. Dodo, Urle, Windsailor, Kevin und Marvin. Gut, dann können wir den jetzt aber auch Licht aus. Licht aus. Stop Habitation. So, hat das irgendwie Probleme zur Folge? Ne, 7 Tage haben wir trotzdem noch. Das reicht mir. Und Stop Habitation. Und dann haben wir noch 6 Tage. Okay, das reicht mir auch. Okay, Container ist jetzt totgelegt. Das heißt, wir können jetzt ein Decouple Node machen. Trennen uns jetzt vom Container und entfernen uns langsam. So. Gut. Essen ist ein bisschen alle. Habitation ist in 16 Tagen für Marvin auch zu Ende. So. Warum hat alles 2 Farben? Was? Das weiß ich nicht. Ich kann das aber mit den Raumanzügen nachgucken. Ich glaube, wir können das sogar so machen, Pü, dass prinzipiell kann ich jedem einzelnen Körbel den Raumanzug seiner Wahl zuweisen. Ich mache es nur normalerweise nicht. Ich mache das halt über die Klassen-Defaults. Oh nein, meine Touristen haben keine Habitation mehr. Sie sind alle zu Touristen geworden. Nein. So. Gut. Dann würde ich sagen, setzen wir doch mal langsam zur Landung an und benutzen unsere letzten paar Delta V, um uns runterzubremsen.
Damit ist jetzt Ende Gelände. Und das heißt, wir können uns jetzt vom restlichen Raumschiff dekappeln. So. Und machen jetzt die restliche Bremsung mit unserem SAS-System. Also da oben sieht man es, wir müssen unter die 70 Kilometer runter. Das sollten wir hoffentlich noch schaffen. Das war aber reichlich knapp kalkuliert, Freunde. Reichlich knapp. Aber ich glaube, unter die 70 kommen wir. Dü-dü-dü. Ja, wie gesagt, Container schwebt da hinten noch rum. Den können wir für die nächste Mission tatsächlich wieder verwenden. Ach, es gibt einen Blue Scientist und einen Purple Scientist. Das kann natürlich sein, dass die unterschiedlich zugewiesen sind. Aber wie gesagt, daran soll es nicht liegen. Genau, die Fächer an den Seiten auf dem Container, ich habe es jetzt erst mitbekommen, das sind Supply-Boxen tatsächlich. Da ist Essen drin. Essen, Sauerstoff, Wasser, so Zeug halt. So. Gut, Essen ist alle. Gibt es jetzt erstmal nichts mehr, aber das klären wir gleich noch. Ich bin relativ gut mittlerweile runtergekommen in die Atmosphäre. 50 Kilometer. Ich würde das jetzt aber noch ein bisschen ausreizen. Können wir ein bisschen Zeit raffern. Dann beschleunigt das die Sache etwas. So, ich gehe jetzt so tief ich halt kann mit dem RCS rein, um einfach zu vermeiden, dass ich viele, viele Runden baue. Und die Dinger sind wieder verwendbar, weil ich lande die einfach mit an. Also die werden ja recovered, die gehen ja nicht weg oder so. Aber es sieht aber gut aus, dass wir auf die 20 Kilometer oder sowas runterkommen, bevor empty ist. Also es ist eigentlich alles so gebaut, dass alles, was ich. Also ich hoffe es, ich fliege den Pod jetzt das erste Mal im Wiedereintritt, aber eigentlich ist alles so gebaut oder gedacht zumindest, dass man das wiederverwenden kann. So, Toggle-Info. Wir wollen wieder auf 4000 den Pre-Deploy gehen und gerade bei Touristen unbedingt auf 2000 den Full. Copy to other Shoots, zack. So, und meine Symmetrie war, glaube ich, so, wenn ich mich richtig entsinne. Nein, war sie nicht. Was ist hier los? 4000, 2000, Copy to other Shoots. So, jetzt müsste aber keiner mehr rumlaufen und behaupten, dass es anders bei ihm ist. Sehr schön. Sehr schön, okay. Gut, dann machen wir die mal alle scharf. Damit, egal was jetzt noch passiert. Optisch übrigens eine schöne Kapsel. So. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns auf den Wiedereintritt vor oder lassen den Wiedereintritt auf uns zukommen. Besonders viel können wir da jetzt nicht für oder gegen machen. Wir können gleich noch die Solarpaneele einklappen, wenn es losgeht. So. Zum Beispiel jetzt, weil es jetzt eh dunkel wird. Sind das nicht tolle Solarpaneele? Und guck mal, gleich einfach wie kleine Paddel angeklappt. Es wäre cool, wenn die noch so einen Secondary Mode hätten, dass man sie eingezogen ausklappen kann als kleine Airbrakes. Das wäre richtig geil. So würde ich es bauen, wenn ich der Ingenieur gewesen wäre. Alles, was nicht mindestens zwei Funktionen hat, ist es nicht wert, mitgenommen zu werden. So. Wir treffen auf die Atmosphäre und sind mal wieder auf der dunklen Seite der Macht unterwegs oder von Kerbin in dem Falle. Gut, ich würde sagen, wir gönnen uns den Zeitraffer auf jeden Fall bis zu dem Punkt, an dem wir Hitzeeffekte bekommen. Das ist jetzt dieser jener welcher. Und lassen jetzt mal probehalber
die Aerodynamik ihren Teil machen. Das sieht ganz gut aus, ne? Ja. Sieht tatsächlich gut aus. Hup, hup. Oh, ein bisschen Hitzeentwicklung. Aber ich glaube nichts Wildes. Was hitzt da? Das ist tatsächlich der Heat Shield, ne? Heat Shield und die Kapsel ein bisschen. Na gut, aber alles noch relativ im grünen Bereich. Ich komme halt relativ steil rein, aber Geschwindigkeit ist auch gleich okay. Meinst du, ne, die ACS-Düsen sind das nicht. Das ist zu mittig für die ACS-Düsen. An den ACS-Düsen wäre es näher dran. Sieht aber gut aus. Also, das wird, denke ich, eine relativ smooth Landung. Wir sind gleich aus dem Schlimmsten raus. Hitzeschild hat noch 1 Milliarde Punkte gefühlt übrig. So. Hitzeeffekte müssen gleich nachlassen. Jawohl. Ablator-Verbrauch ist auch auf 0 runter. Und hier gehen wir in sowas ähnliches wie aerodynamischen Flug über. Sind jetzt noch bei knapp Mach 2. Fallschirme sind noch nicht grün. Wir haben aber auch noch ein paar Kilometer. Also noch sind sie rot, aber wir werden deutlich langsamer, was bei dieser breiten Front auch überhaupt kein Stress ist. Fallschirme sind jetzt safe. Wir haben noch fast 10 Kilometer bis zum Pre-Deploy. Also sieht alles sehr gut aus. Ich gehe jetzt mal einen Zeitraffer, um ihn machen zu lassen. So, 6, 5. Jetzt komme ich mal aus dem Zeitraffer raus, damit das alles mit dem Fallschirm-Deploy so klappt wie geplant. Wupp, sehr schön. Ach genau, die Batterie hätte das natürlich sein können, ja. Die ist dazwischen, weil die ist rund. So, Pre-Deploy ist durch und bei ungefähr 2000 Meter, das war jetzt schon der Fall. Full Deploy bei 1,4 sind wir gefangen auf 8 Meter pro Sekunde. Gute Landegeschwindigkeit, das heißt, das wird ein ganz sicherer, entspannter Splashdown. Und dann können wir gleich mal gucken, wie wir an dieser Situation weitermachen. Also ob wir uns jetzt einen neuen Auftrag noch suchen, um Kohle zu verdienen. Oder ob wir tatsächlich mal jetzt die Zeit nutzen, um die Duna Probe vorwärts zu bringen. Da muss ich halt nur einmal gucken, ob alle Basen abgesichert sind. Aber erstmal machen wir hier jetzt die Landung fertig. Eins nach dem anderen. 350 Meter noch. Genau, Marvin applaudiert sich selbst. So, die letzten 30 Meter. Und Splashdown! Sehr schön. Okay, wir sind angekommen und holen unsere Touris nach Hause zurück. Und damit dürften wir 500.000 bekommen haben. Bei wem schneit es schon den ganzen Tag? Ich bin raus. Ich wohne in Norddeutschland. Das, was ihr Schnee nennt, nennen wir hier kalten Regen. Und hört bei 1 Grad einfach auf. Kälter als das wird's einfach nicht. So, oh, Überschwemmung. Überschwemmung. So, alle sind angekommen. Oh, Kevin und Windseller sind sogar ein Level aufgestiegen. Jetzt habe ich irgendwo drauf geklickt. Also sowas passiert hier manchmal. Dank ein bisschen zu viel Modding. Da darf man sich nicht von einschüchtern lassen. Der Rest vom Spiel funktioniert mir eigentlich noch ganz gut. So, wir haben jetzt 1,73 Mille. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in Mission Control rein, was es so zu holen gibt. Also, Science Expansion hätten wir, eine Crew Expansion hätten wir. Crew Rotation, Multispektralanalyse, während man mit der Minmus-Station gedockt ist. Neue Location auf dem Moon. Rotate Crew auf der Minmus Space Station. Evacuate. Dual Supply Run to Minmus Base Alpha. Brauchen wir im Moment ehrlich gesagt alles nicht. Survey of the Magnetic Field Environments around Eke.
Haben wir, glaube ich, gar nicht mit. Oder doch? Wir hätten 11 Jahre Zeit, ne? Huh. Schauen wir mal. Ich glaube, ich lasse es erstmal dabei. Warum upgrade ich nicht die Mission Control? Weil ich im Moment reichen mir die 7 Aufträge, ehrlich gesagt. So viel abgefahrener Kram ist da gar nicht mit dabei. So, jetzt gucken wir mal von den Stationen her, wie es aussieht. Und ich würde einmal ganz kurz bei der Minmus Space Alpha noch vorbeischauen, weil wir müssten eigentlich genug Material Kits haben, dass ich da jetzt das zweite Habitat ausklappen kann. Aber jetzt machen wir mal einen kurzen Blick. Also, Supplies auf Moonbase Bravo sind bei 84 Tagen. Das könnte man nachgucken. Die müssten eigentlich mittlerweile was angebaut haben. Moon Space Station ist bei 98 Tagen. Da müsste bald mal was passieren. Oh, da müssen wir rotieren, so wie es aussieht. Kerbin Space Station sieht relativ gut aus. Also da sind auch noch 166 Tage Supplies drin. Minmus Space Alpha sieht sowieso ziemlich gut aus. Minmus Space Station auch okay. Also zumindest nicht relevant für 92 Tage. Das heißt, das Gefährlichste im Moment ist... Look. Wir müssen einmal bei der Moonbase Bravo nachgucken, ob die jetzt tatsächlich produziert haben. Die müssen über 92 Tage sein, dann sind die safe und die Moon Space Station einmal checken. So, fangen wir mal an bei Moonbase Bravo. Okay. So, fahren wir doch erstmal zu denen hin. Also die produzieren ja eigentlich Nahrungsmittel. Nee, ich will zu Bravo. Alpha hat sich erledigt. Was? Ich habe rechts unten drei Nachrichten. Drei Nachrichten. Okay. Na, da lädt er jetzt ein bisschen. So. Ah, guck mal. Moonbase Bravo hat brav provoziert. Nicht, ne, nicht provoziert. Die haben natürlich produziert. Das sieht gut aus. Ausnahmsweise auch mal hell. Sehr schön. Okay, also hier hat sich ein bisschen was getan. Das ist leider auch die Leggy Base vor dem Herrn. Hier habe ich es echt noch nicht drauf gehabt. Muss man der Fairness halber sagen. So, wie geht's euch denn? You have returned home from the surface of Minmus. Habe ich das noch nie getan? Habe ich noch niemanden zurückgebracht? Two tourists, jawohl. Drop Frenzy, alles klar. Okay, euch geht's soweit gut. Ihr habt Fertilizer bis zum Verrecken. Ihr habt wahrscheinlich dann auch irgendwie eher so das Problem, dass ihr Recyclables. Ne, das ist nicht das Problem, sondern. Okay, hier wird produziert, oder? Ab 35% Load, also hier wird auch noch weiterhin Essen produziert. Das sieht alles ganz gut aus. Also, wie sieht es hier aus? Fertilizer ist noch nicht voll. Gypsum ist auch noch nicht leer. Ihr baut auch, ja, baut Fertilizer an. Da Gypsum immer noch nicht komplett verbraucht ist, müssen wir ehrlich gesagt auch noch nicht so eine Riesenwelle schlagen. Und wir haben noch echt viel Fertilizer. Das war ja so unsere, ich sag mal, unsere Alpha-Variante. Ich würde tatsächlich fast überlegen, wie seht denn ihr das? Wollen wir, wenn diese Basis das nächste Mal fällig ist, die Basis auch evakuieren und zurücklassen? Weil eigentlich ist sie nur Aufwand und war nur ein Probeobjekt, weil wir sind mittlerweile im Betrieb der Minmus-Basis so safe, dass wir hier nicht mehr testen brauchen. Wir können das auf der Minmus-Basis machen. Dann müssten wir im Kerbin-System nur noch eine Raumstation betreiben. Ich glaube, das wird es ein bisschen einfacher machen, weil das war ja der erste Versuch, als ich noch gesagt habe, so, ah, ich weiß noch nicht, ich traue mich noch nicht nach Minmus fliegen mit 12 Tagen und Habitation, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir das mit Minmus ordentlich machen, dass wir dann auf Minmus, das werden wir jetzt aber gleich testen, wahrscheinlich Infinite Habitation hinbekommen. Das gucken wir uns jetzt aber gleich an. Mit K4 wegbomben. Okay, aber ich entnehme eure Aussage, wir könnten die mal nach Hause holen. Und da fällt mir aber gerade ein, lasst mich mal ganz kurz was nachgucken. Ich habe doch hier.
eine fertige Mondrakete stehen. Guckt euch das an. Hier wäre eine Evakuierung möglich jederzeit. Wir könnten jederzeit abhauen. Cool. Okay. Also wir könnten tatsächlich jederzeit einen Abflug machen. Oh ja, wahrscheinlich nur bis in den Mondorbit. Also wahrscheinlich schaffen wir es nur zur Raumstation. Habe ich denn schon alle Science-Punkte einkassiert? Also was hier unten geht, habe ich größtenteils gemacht, glaube ich, ja. Leck, leck, leck. Wir können mal kurz zur Basis rübergehen. Was die Moonbase dazu so sagt. Surface Sample, das kann man natürlich alles, was ich hier irgendwie gelagert habe, kann ich mitnehmen. Ich habe hier sage und schreibe ein Surface Sample gelagert. Das sollte man dann natürlich mit nach Kerbin nehmen. Aber wir könnten hier unsere Zelte tatsächlich abbrechen, ne? Ich sehe das auch so. Ja, dann lasst uns das doch jetzt machen. Das ist ein Ding wieder weniger, um das wir uns kümmern müssen. Wer ist denn hier alles drin? 1, 2, 3, 4. Das passt doch genau, oder? Und ich habe da drüben vier Plätze. Auch von den anderen Biomen. Nein, von den anderen Biomen noch nicht. Von den anderen Biomen noch nicht. Ah, wir sitzen hier. Sitzt hier noch jemand drin? Nee, ne? Darum ist es natürlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Der war echt cool. Aber auch leider alles Leckhölle wie die Sau. So, wie geht's denn dem strommäßig? Du. Achso, ich kann den gerade nicht steuern, weil wegen keiner drin. Na komm, lass uns umziehen. Lass sie uns nach Hause bringen. So, als erstes geht mal unser, genau, unser Miner los. So, der kann auch direkt mal die Daten mitnehmen. Oh, nicht sterben, bitte. Gott, das ist so laggy. Dum-di-dum-dum-dum. Also wir haben Bodenproben mitgenommen. Das ist auch gut, dass der Miner sie mitnimmt und sie abliefert. So, und dann haben wir nämlich schon mal eine Basis weniger am Hals. Ups. Das ist für ihn jetzt nicht so gesund, glaube ich. Alles gut. Ach, ich baue doch da nicht die Basis ab. Also die Basis würde ich tatsächlich stehen lassen. Für, wenn es irgendwelche Gründe gibt, hier nochmal herzukommen, ist sie ja voll funktional. Es hat einen Reaktor, das muss man nur alles wieder hochfahren. Also tatsächlich würde ich die Basis nicht jetzt in die Luft sprengen oder abbauen oder sonst irgendwas. Ich würde einfach die Basis so belassen, wie sie ist. Genau, also ein Motten trifft es ganz gut. Na, Leiter. Grab. So. Und Boarding. Sehr gut. So, die Kiste hat sogar noch ein bisschen Strom, woher auch immer. Sorgen mal auf jeden Fall dafür, dass sie aufgeladen ist. Gut. Sehr schön. Nee, das soll auch nicht landen. Das soll die erstmal nur zur Raumstation bringen. Und dann kommt das Shuttle wieder rüber geflogen. Habt ihr das Prinzip mittlerweile verstanden? Dann kommt das Shuttle, holt sie ab. Und an der Kerbin-Raumstation werden sie dann wieder abgeholt. Also das ist das komplette Versorgungssystem hier ist darauf ausgelegt, dass man das. Strafkolonie. Ihr seid ja bösartig. So, leggy, leck, 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 leck. So. Was haben wir hier noch im Inventar? Irgendwas Wichtiges?
Nicht wirklich. Okay. Aber war doch eine schöne Basis. Also für die erste Basis. Ich möchte sie jetzt auch gar nicht aufgeben, weil ich sie nicht mehr mag oder so. Aber also A ist sie sehr, sehr laggy. Und B ist eigentlich alles, was wir probieren wollten hier, haben wir geprobiert. Wir haben das mit den Reaktoren hinbekommen, mit den Verbindern. Aber es ist halt einfach mittlerweile zusätzliche Maintenance, die wir betreiben müssen, die wir nicht mehr brauchen. Und wir können tatsächlich und danach auch überlegen, ob wir auch die Raumstation auf dem Moon tatsächlich irgendwann dicht machen. Weil es ist alles Aufwand, den wir nicht treiben müssen. Uah, jetzt noch ein Autosave hinterher. Alles Aufwand, den wir nicht treiben müssen, weil wir ihn ja auch de facto gar nicht brauchen. Also nicht mehr. Es war am Anfang halt einfach nicht sinnvoll möglich, woanders hinzufliegen, um Sachen auszuprobieren. Aber wir haben echt. Stimmt, ich habe noch eine Quest, ne? Irgendwas mit Science Expansion oder so. Ja, ist ja nicht so wild. Kann man ja noch machen oder halt auch nicht. Irgendwas mit Science Expansion. Ach, Life Support Expansion von Moonbase Bravo. Irgendwas mit Converter. Muss ich gleich mal gucken, vielleicht kann ich das mit dem Rover noch erfüllen. Ach nee, das requires a new vessel. Das kann ich definitiv nicht mit dem Rover erfüllen. Oh Gott, nicht jetzt lenken, bitte. So. Er kann schon mal da oben rein. Ja, die Mission geht aber auch noch eine Weile. Die habe ich ja nur aus Versehen angenommen. Wenn nicht, lehne ich sie halt ab. Ich glaube, die Strafzahlungen sind irgendwie 167.000. Also es war jetzt auch nicht die Welt. Nichts, was mich hier schocken würde. So, der Wissenschaftler als nächstes. Ach, du saßt da drin. Alles klar. Gut. Genau, dann ist das heute der glorreiche Abschluss der Moonbase. Und ja, genau, also wie gesagt, die Moonbase an sich würde ich stehen lassen. Wer weiß, wofür man sie in Zukunft mal braucht. Und wir können da auch durchaus sowas machen wie irgendwann mal, wenn wir Langeweile haben, einen Teil ranbauen. Einfach um die Verträge zu erledigen. Aber das Betreiben kostet halt einfach Zeit und Energie. Und wir wollen ja jetzt langsam uns, also ich meine, hat ja auch bisher alles total Sinn gemacht, aber wir wollen uns ja jetzt ein bisschen fokussieren auf interplanetare. Festhalten bitte. Nee, festhalten sollst du dich nicht. Danke. Wie immer climbt und dann wieder wegrutscht. So. Wir wollen uns jetzt darauf fokussieren als nächsten Schritt. Also Minmus war ja auch wirklich unser. Also das, was die NASA Deep Space Gateway nennt, haben wir ja im Prinzip jetzt auf Minmus vorbereitet oder in Teilen vorbereitet. Da muss noch ein ordentliches Docking und alles ran, aber da ist eine Raumstation. So, Licht aus. Und jetzt machen wir hier noch die letzten. Stopp, HAP kommen. Stopp, Agroponics. Stopp, Habitat. So, das ist so die letzten Handgriffe, oder das sind so die letzten Handgriffe jetzt erstmal, um die Basis runterzufahren. Retract all Solar. Wir haben ein bisschen passives Solar. Das sollte die Basis eigentlich am Laufen halten. So, hier drüben müssen wir jetzt noch die Konverter ausmachen.
So, Electric Charge sieht okay aus. Genau, das sollte dann eigentlich soweit ausreichen. Der Ingenieur hat soweit alles fertig gemacht. Ach, wir hätten da sogar ein kleines Labor damals gehabt, ne? Das wusste ich nie. Habe ich ja vor kurzem erst selber gelernt. Okay. Ich würde sagen, damit war es das für unsere Moon Space Station.